bei Flockerbus und UniTV oder wie auch immer wir uns jetzt nennen wollen. Sie haben einen Preis bekommen, glaube ich, vom Wirtschaftsministerium, oder was ist das, ein Award für Ihre digitale Bildungslandschaft bei Chile. Ist das ein Preis? Ja, da muss man erst mal sehen. Es war, war ein Wettbewerb und in diesem Wettbewerb war eine Kategorie überregionale, also regionenübergreifende Maßnahmen. Warum wir mit der Bildungslandschaft darauf gekommen sind, kann ich jetzt nicht identifizieren, das ist mir nicht klar. Mhm. Fangen wir vorne an. Vielleicht können Sie sich ganz kurz erstmal als Person kurz vorstellen, wie Sie sind, und dann kommen wir auf die Bildungslandschaft. Achim Borner vom Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung. Das ist ein internationales Forschungs- und Bildungs- und Implementierungsinstitut, welches sich im Kontext der großen Transformation, wie der WBGU das nennt, bewegt, also Implementierungsprojekte begleitet, moderiert, die man so als Realexperimente beschreiben und benennen könnte. Also wo eigentlich der Forschungsprozess, wie man denn so etwas wie Energiewende oder wie Bildungswende initiieren könnte, der Forschungsprozess im realen Umsetzungs- und Suchprozess liegt. Mhm. Dieses Institut, ist es an irgendeiner Hochschule angesiedelt? Es ist ein freies Institut. Es war eine Ausgliederung aus der Humboldt-Universität im Jahre 2000. Und der Hintergrund da war ein großes Bildungsprogramm, Masterstudiengang, ein Postmasterstudiengang zu nachhaltigen Wissenschaften. Aber das ist länger her. Okay, kommen wir gleich mal auf die digitale Bildungslandschaft Menschen zu sprechen. Ich habe mir das mal durchgelesen, das ist ja ein wunderbares Antragsdesign. Aber ich glaube, der normale Mensch wird sich da kaum was darunter vorstellen können. Ich würde mal gerne versuchen, dass Sie das mal so allgemeinverständlich vielleicht versuchen zu erklären. Man kann mit dem Begriff der Bildungslandschaft oder der digitalen Bildungslandschaft mindestens zwei Ebenen erwischen. Also die erste Ebene beschreibt eine Situation, die wir jetzt so vorfinden. Also die Stadt Malchin hat noch ein Gymnasium, hat noch eine Sonderschule oder eine Förderschule, hat noch eine Real- oder Regionalschule, hat noch großartige Grundschulen. Und wenn eines dieser Elemente wegbricht, bricht sofort der Kitt, der viele junge Familien in der Region hält, auch weg. Und wir hätten noch einen verstärkteren Abwanderungsprozess aus der Region als der schon da ist. Darf ich kurz rein? Also Malchin liegt in Mecklenburg-Vorpommern, genau eigentlich an der Grenze zwischen diesen beiden historischen unterschiedlichen Landstrichen oder auch Region, also Mecklenburg und Vorpommern. So. Das ist eine der ärmsten, wenn man das vom Bruttoinlandsprodukt oder vom Haushaltseinkommen anguckt, der ärmsten Regionen. Und hat in den letzten Jahren einen ungemeinen Aderlass hinter sich, also was die Abwanderung junger Leute, vor allem junger Frauen, da beinhaltet. Das kennt man aber aus vielen Geschichten. So. Und diese Stadt ist gut dran und hat auch einen großartigen Direktor im Gymnasium gehabt, der darum kämpfte, immer wieder genug Schüler in die Schulen zu bekommen, denn das Kriterium ist die Zahl der Bewerbungen und wenn da welche zu wenig sind, wird eine Schule geschlossen. Und nochmal, wenn ein formaler Bildungsort, Lernort wegfällt, geht eine Spirale nach unten los. Das ist nicht bloß wie wenn eine Apotheke geschlossen hat, ja, sondern das ist ein ganz grundsätzliches kulturelles Infrastrukturelement, was dann verloren geht und das lässt sich nicht so einfach nachholen. So, wenn jetzt diese Region, diese Angebotsstruktur von Grundschulbildung, vielleicht sogar noch guter Kita-Ausbildung bis hoch zum Gymnasium halten will, wird es für die Zukunft nicht umhin können, andere Lernarrangements, andere Lernformen zu entwickeln. Warum? Ich brauche zunehmend mehr Erklärungszeit im normalen Unterricht für komplexe
Prozesse, die diese Welt verändernd sind. Noch gar nicht bezogen auf die Region, sondern ganz, ganz grundsätzlich. Und muss, da ich nicht mehr Ressourcen vom Land bekommen werde, also mehr leere Stellen oder Ähnliches, werde nicht drum herum kommen, mir die Zeit selbst schaffen zu müssen. Und das kann ich, indem ich entweder ganz simple, schlichte MOOCs einführe, also Lernvideos, die erklären, was ich mir als Schüler dann eben mehrfach angucken kann, im Vorfeld der Stunde angucken kann und dann die Chance habe, dass der Lehrer mich dann nachher nochmal berät oder einen komplexeren Diskursgegenstand mit mir durcharbeitet. Also wir sagen, das steht allen Schulen bundesweit ins Haus und in diesen Regionen noch in besonderer Schärfe. Dadurch und nur dadurch könnte in der Region das Bildungsangebot, das Normale, das Traditionelle erhalten werden. Also will Schule so bleiben, wie sie ist, muss sie sich verändern. Immer dieser alte Slogan. Jetzt ist das aber noch gibt es mindestens eine zweite Ebene. Wenn man sich diesen Rankings nähert, die Prognos AG macht da mal alle zwei Jahre, glaube ich, so ein Landkreis-Ranking, dann ist die Region um Malchin eigentlich eine tote Region, da ist nichts zu machen. Das gilt aber für eine ganze Vielzahl von ruralen Regionen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen und so weiter. Also wenn man der Logik folgen würde, würde eigentlich alle Welt sagen, dann lasst mal Wirtschaft Wirtschaft sein und dann ist das vielleicht eine Ausspannregion für ältere Menschen, die da ihr Lebensende dann gut betreut durchleben. Der Punkt ist erstmal, dass das, wenn man sich das real vorstellt, eine gruselige Überlegung ist. Also Regionen zu haben, wo Bus wie in Reservaten alte Menschen leben. Ja, das ist auch für die Jüngeren, die da leben, eine untragbare Situation. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass jetzt schon diese kleinen Städte, die ja gerade mit Mühe so ihre Infrastrukturen halten, von den umliegenden Dörfern als ihre Ankerstädte angesehen werden. In den Dörfern verschwinden die traditionellen Infrastrukturen. Und man schaut dann immer, wo man die als nächsten Ort finden könnte und dann ist es diese Stadt. Gut, nichts Aufregendes, nichts Neues. Das Neue, was eigentlich jetzt dazu kommt, ist, dass wir ja im globalen Maßstab, wie aber eben dann auch im regionalen Maßstab, in Umbruchprozessen sind. Heißt dann Klimawandel oder Klimafolgen des Klimawandels. Wie gehe ich damit um? Wie habe ich Anpassungsprozesse? Wie kann ich CO2-Emissionen reduzieren? Wie erhalte ich Biodiversität? Wie kann ich in der Region Nahrungsmittel produzieren, die verantwortungsvoll hergestellt wurden? Wie kriegt man den Konkurrenzdruck irgendwie in den Griff, der langsam immer stärker entsteht zwischen Nahrungsmittelproduktion und Energieproduktion? Also wenn da die Windräder draufstehen oder wenn ich Biomasse im Mais produziere, um danach auch Strom rauszumachen. Also ich habe eine Vielzahl von Umbrüchen, global, aber irgendwie auch regional, die auf diese regionalen Flächen drücken. So, die Städte brauchen das. Die Städte brauchen eine verbesserte Absicherung der Luftreinhaltung oder der Wasserreinhaltung, der Säuberung. Wer als diese kleinen regionalen Standorte ist denn aber in der Lage, für Hamburg, für Tschechien, für Berlin diese Leistung zu steuern, zu organisieren? Eigentlich bloß diese kleinen sogenannten Ankerstädte. Also sie kriegen für die Zukunft eine ganz neue Funktion oder eine Vielzahl neuer Funktionen. Und diese Vielzahl neuer Funktionen führt dazu, dass sie gar nicht mehr bloß einfach so dahin, als Region dahin leben, sondern ziemlich aktiv, wenn sie das wollen, ne? Und wenn sie das begreifen, wenn sie das annehmen, sehr, sehr aktiv steuernd in solche Gestaltungsräume wie da oben zum Beispiel die Vernässung der Moore. Und das
bedeutet, eine vollkommen neue Landschaft, die da entstehen wird, in die Hand zu nehmen. Also man kriegt plötzlich zu den traditionellen Funktionen einer Stadt und einer Stadtverwaltung, nämlich sich um Straßen zu kümmern und Einkaufsmöglichkeiten zu sichern, neue Funktionen übertragen, die ich, jetzt kommen wir zu dieser digitalen Ebene, ohne eine entsprechende zweite, nämlich digitale Datenbeschreibung der Region gar nicht mehr steuern kann. Also wo in der Landwirtschaft ist vollkommen klar, dass jeder Traktor GPS-gestützt da rumfährt. Genauso muss man sich das in der Zukunft vorstellen, wie ich dann diese Vernässung der Moore oder wie ich die Gestaltung der Moore oder den Umbau der Wälder oder die Neuorganisation von Landnutzung im Agrarbereich, wie ich das dann organisieren kann. Ja. Hier, das war jetzt ein Problem, ich würde mal zwischendurch, machen wir mal keinen Platz. Hier das Mikrofon, können wir das ein bisschen höher setzen, ja. Weil sonst mit den Armen ein bisschen Sorge, dass das ist scharf. Ja, das hört man dann tot. Gut, und dann können wir ja zu der digitalen Bildungslandschaft kommen. Also was ist die digitale Bildungslandschaft? Das haben Sie sich dann überlegt. So, das sind die beiden Ebenen, die wir da haben. Ne? Und die digitale Bildungslandschaft ist erstmal der Aufschluss zusätzlicher Lernorte in der Region, die dann leichter mit den Lernprozessen an den Schulen verbunden werden kann. Das ist Nummer eins. Auch relativ schlicht, nichts Besonderes. Also ich beziehe Museen, ich beziehe Umweltbildungsstellen oder Zentren, Kulturvereine und so weiter mit ein, mit konkreten Fragestellungen, die dann in die Schulprogramme integriert werden. Und was ich jetzt dann mache, ist natürlich zu gucken, welche Teile kann ich digital machen? Wo muss der Schüler gar nicht mehr in die Schule? Was kann er also am Nachmittag? Das ist ein großes Problem da, diese Schulpräsenz, weil die Mobilität im Augenblick so erbärmlich schlecht ist, dass die Schüler über Stunden brauchen, ehe sie von ihren Dörfern in die Schulen kommen. Ja? Also ich kann eine Entlastung und dadurch lernen und natürlich auch Freizeiträume für Jugendliche schaffen, indem man digitale Strukturen ansetzt und dann, indem man natürlich, das ist eine mentale Fragestellung, in den Schulen anerkennt, dass man diese Endgeräte für diese Lernprozesse auch nutzen kann. Da ist im Augenblick noch viel zu erkennen. Das ist das eine, indem ich also entscheide, welche der Informationen, die ich im Schulunterricht vermittle, kann ich denn auch digital machen und verlagern. Das heißt nicht, ich schiebe ganz viel in den Freizeitbereich rein und belaste da die Jugendlichen. Nein, ich wäge schon sehr ausgeglichen ab, was denn wo angesiedelt wird. Aber ich kann natürlich mich entscheiden und sagen, ja, einfache Informationsweitergabe, die Grundlage dafür ist, dass ich ein Theorem in Mathematik verstehe, das kann ich über ein Buch oder das kann ich eben übers Internet verbreiten. Dazu muss ich nicht und muss der Schüler nicht in der Schule sein. Er muss in der Schule sein, um Zusammenhänge zu verstehen und mit mir als Lehrer dann zu üben. Dann kann ich da etwas Neues nämlich machen, indem ich die Realwelt in Form dieser Lernorte auch in diese Bildungslandschaft mit einbeziehe. Also ich inszeniere dann nicht mehr die Wirklichkeit im Klassenraum, sondern ich gehe mit den Schülern zu Projekten in reale Räume. Ja, da gibt es einen Bauern, der, das wäre jetzt zum Beispiel, der so den Spagat übt zwischen Landwirt zu sein, der nämlich Kühe hat, Milchkühe, die dann ja Gras brauchen, und Energiewirt zu sein, indem er das Gras, was auf diesen vernässten Flächen, der hat schon welche, wächst und welches nicht mehr nutzbar für die Verfütterung ist, für energetische Zwecke nutzt und diese Energie, die er produziert, dann in der Stadt anbietet. Und sich das, gar nicht mal das Technische anzuschauen, sondern diesen Wandel anzuschauen, das, was diesen Bauern dazu bewegt hat, so ein riskantes Spiel da einzugehen und solche Technologie aufzubauen, das kann man natürlich am besten und fantastischsten draußen in dieser realen Wirklichkeit angucken. Jetzt kommt eine Umkehrung aber. Wenn ich mir jetzt diese Umbruchprozesse für eine ganze Region vorstelle, dann kann ich mir die in der Wirklichkeit auch wieder nicht angucken, weil die Wirklichkeit dafür zu langsam ist, also um zu lernen, was denn da passiert.
Ich kann es aber über Spiele machen, über seriöse digitale Spiele, mir Wirklichkeitsveränderungen anzuschauen, also Transformationsprozesse. Und da ist die digitale Welt eben der realen und dem realen Lernansatz voraus. Das ist das, was Neues und was wir damit erschließen. Jetzt kann man das, und wollen wir noch ein Stück, jetzt merken Sie aber auch, das ist nicht ein Projekt von 2 Jahren, das ist 5 Jahre plus und plus und plus. Wenn ich mir jetzt den Status des Wissens angucke, der in der Region ist, dann muss ich sagen, oh, in der Region Malchin, wie in vielen anderen dieser Regionen, die so eine kleine Stadt bloß da als Zentrum haben, haben wir eigentlich keine Einrichtung, die Wissen sammelt, die Wissen von außen sammelt, um der Verwaltung eine Grundlage zu geben, damit die solche Dinge da überhaupt machen kann. Also wenn man noch Klimaanpassung sich überlegt, ja, wie gehe ich denn mit Extremwetterereignissen um, ja, hat die Verwaltung keine Kenntnisse, keine Ahnung. Und es ist auch keine Einrichtung in der Region da, die das eigentlich abdeckeln kann. So. Und man hat auch keine Einrichtung, die dieses Wissen sammelt, was man selbst zusammenträgt, was man ja schon mit dieser Vernässung, mit diesem Bauern da, der da das Moorgras nutzt, nutzbar machen kann. Und nun wäre die Überlegung, wenn ich jetzt mir die Schulen in der Zukunft eben nicht mehr als nur formale Bildungsträger vorstelle, die Grundschulstrukturen absolviert und dann Sekundar und Gymnasium, sondern die sich als regionale Wissenssammler vorstellt, dann kommt man, glaube ich, der Notwendigkeit deutlich näher, die zunehmend auch sichtbarer wird. Dann brauche ich aber auch eine andere Struktur von Schulen. Also es wäre gut vorstellbar, dass an diese Schulen oder mit den Schulen verbunden oder durch die Schulen getragen, durch einzelne Lehrer getragen, die Freiräume bekommen müssten, vollkommen klar, ne? Dass ich da Verbindung mit umliegenden Hochschulen aufbaue, die jetzt nicht permanent da sind, nee, die sind ja in ihren Orten präsent, aber die über Studienprojekte oder digitale Lehrstunden oder eben sogenannte MOOCs, also aufgezeichnete Lernfilme, präsent sein können und mit unterstützen, dass man das Wissen sammelt und mit unterstützen, wie man konkretes Wissen adaptieren kann, was in anderen Regionen da ist. Das muss institutionalisiert werden. Damit haben wir, wenn man sich das jetzt digital vorstellt, also man ist natürlich auch räumlich da, aber digital vorstellt, eine Vergrößerung dieser Bildungslandschaft. Man greift mit einmal, das ist eine tolle Erfahrung übrigens, in globale Wissensstrukturen ein und vernetzt sich und kommt in andere, auch interkulturell andere Denkzusammenhänge, auch neue Lösungsansätze. Ich wollte gerade sagen, es sind im Grunde verschiedene Ebenen. Sie haben einmal die lokale Ebene, dann die regionale Ebene, dann die überregionale, das ist auch mal deutschlandweit und dann halt noch die Welt. Das ist natürlich extrem interessant und die Infrastrukturen müssen aber auch entsprechend dann angehören. Diese Wissenspoole, die brauchst du ja eigentlich in allen Regionen. Die brauchst du in allen Regionen. Ich muss ihn adaptieren. Der Begriff Lokalismus spielt da eine große Rolle, ist ja in der Wissenschaft ein bisschen von dem Baumann initiiert, aber im Kunstbereich findet man das auch. Also wo sind globale Prozesse plötzlich mit ganz lokalen Auswirkungen zu sehen und umgekehrt, wie haben unsere lokalen Handlungszugänge globale Auswirkungen. Ja. So, jetzt haben wir also diese Wissenschaftsansiedlung in neuer Form. Das ist ganz sicher in der Zukunft nicht das, so wie ich es jetzt eben beschrieben habe, aber vielleicht so der Weg dahin. Und jetzt gibt es eine zweite Ebene. In der Region sitzt der Wirtschaftsfördermann und die Verbände der Wirtschaft, wenn es die noch gibt, und gucken auf sich und sind ganz stolz, dass es die noch gibt. Aber das sind dann Dienstleister, das sind Händler, ja? Vom Autohaus bis Baustofffirma und so ähnliches. Das ist in der Zukunft nicht träglich. Wenn wir die demografische Entwicklung uns da weiter vorstellen, haben immer weniger ältere Menschen Interesse, sich noch ein Auto zu kaufen oder noch mal zu bauen und so. Große Investoren werden da aber nicht hinkommen. Also was bietet sich an? Na, digitale Smart-Service-Angebote. Ja? Viele der jungen Leute, die mal weggegangen sind, die jetzt in Hamburg studiert haben oder in Berlin studiert haben, das sind so fast
für Malchin so zwei Knotenpunkte, die auch da in diesen Knotenpunkten kleine Kolonien gebildet haben. Das ist auch eine spannende Sache. Ne? Dass die natürlich, wenn sie eine Einladung hätten, nicht unbedingt in Hamburg bleiben müssten, sondern wieder zurückkämen. Also die Überlegung ist jetzt in Malchin die, können wir nicht so eine Art ganz preiswertes Gründerzentrum mit anbinden an die Schulen, wo die jungen Leute, die im digitalen Bereich ohne große Investitionen arbeiten wollen, auch Start-ups schon haben oder Start-ups machen wollen, die man dann durch Partnerschaften aus entsprechenden Unternehmen, größeren Unternehmen in der Region unterstützen kann. Welcher junge Mensch hat große Ahnung in Betriebswirtschaft? Ne? Das ist eine arge Falle. Wenn man da Unterstützung hat, ist das besser. Also okay, wenn man sich also vorstellt, Absolventen, die gut ausgebildet sind, in ein Gründerzentrum einzuladen, was angebunden ist an die Schulen, wo sie auch Lehrfunktionen übernehmen, um den Schülern nicht bloß die große Welt zu erklären, sondern auch ganz handwerkliche Sachen, wie man mit der digitalen Welt umgeht, dann hätte man da einen dritten Zugang, ein drittes Standbein in der Region für Wissensanbindung. Nämlich hier die Wissensanbindung im wirtschaftlichen Bereich. Und da kommen wir mit einmal wieder zur Schule zurück, nämlich dass aus diesen beiden Zugängen, also hier habe ich die akademische, in Anführungsstrichen, da muss man sehr vorsichtig sein, was akademisches Wissen in der Zukunft noch ausmacht. Und hier haben wir die wirtschaftlichen Wissenszugänge und Anforderungen, dass wir damit natürlich jetzt plötzlich ganz real Anforderungen an die Schulen stellen, sagen, ey, ihr habt Schulprogramme zu entwickeln, das müsst ihr immer machen. Nun macht doch mal Lernen vor Ort, das Lernen für den Ort. Also sucht mal die Probleme, die ihr dann auch wieder sich adaptieren lassen in alle anderen Bereiche, sucht doch mal die Probleme und behandelt die in euren Schulen, die für die Lösung unserer Probleme in der Region notwendig sind. Da komme ich zu ganz großartigen, auch didaktischen Veränderungen, weil ich dann zunehmend diesen disziplinären, teilweise ja einengenden Zugang, Lernzugang etwas aufbreche und sage, ja, wir haben dann komplexe, dynamische Probleme zu behandeln. Und dann bin ich bei der Ebene, das ist nun wieder eine pädagogische, ja, wenn wir nun darauf, was wir sehr gerne möchten und wo wir merken, wie die Schüler in den Schulen nicht bloß offen sind, sondern eigentlich begierig, dass so eine Lernform zu haben, dass wir dann natürlich auch zu anderen Formen der Leistungsbewertung kommen. Also wie kann ich denn informell erworbene Kompetenzen bilanzieren und bewerten? Und da sind wir mit am Suchen. Das kann ich auch über digital, nicht bloß, aber auch über digitale Fragerunden, Fragemethoden, Arbeitsmethoden schon erfassen. Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie im Grunde die Schulen dann quasi als regionale Inkubatoren. Ja. Also um die herum versuchen Sie, eine neue Infrastruktur aufzubauen, aus denen heraus ja. Die Impulse kommen. Ich selber denke immer ein bisschen anders, weil ich so eher aus der Erwachsenenbildung komme, beziehungsweise auch tatsächlich das Problem eigentlich eher in unserer Generation sehe, also 50 plus minus 10 Jahre, das ist eigentlich so gern Problemgruppe im Moment in der Gesellschaft, um die man sich kümmern muss. Und ich denke immer über Infrastruktur nach, wie man diese Gruppe aktivieren kann. Sie gehen über die Eltern, nehme ich an, also Eltern und Lehrer. Mir ist das immer noch so ein bisschen zu wenig. Also ich denke, dass es auch Anreize geben kann, sehr wohl auch für Senioren. Es gibt ja auch viele neugierige Menschen, die aber gar keine Möglichkeiten haben, gerade in den ländlichen Regionen, irgendwie zu beteiligen. Das ist hier gar nicht ausgeschlossen. Ich habe es jetzt eben nicht betont. Das ist insofern erstmal schon drin, als ich auch meine, dass die Schulen diese Funktion der tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung, also das, was wir nachher in den ganzen Weiterbildungsbereich haben, was auch nicht da angesiedelt ist, mit übernehmen sollten und müssten, grüne Berufe da in der Region. Und dann ganz sicher dieses große Loch, in das viele fallen, wenn sie dann in die Rente gehen, in diesen Seniorenbereich. Das ist überhaupt gar nicht ausgeschlossen und gar nicht ausgeschlossen, sondern unbedingt eingeschlossen. Und das, was Sie jetzt eben angesprochen haben, ja, das ist die absolut große Barriere, die wir zu überwinden haben. Dieses in der Hinsicht ungebildete, in Anführungsstrichen, ungebildete der Generation 50 plus,
Ja, in dem Rahmen. Weniger, also 40 plus. 40 plus. Diese Veränderungsprozesse nicht haben. Die Stadt Malchin hat jetzt so einen Zukunftsbildsprozess, so eine Visionsarbeit hinter sich. Und der Großteil der Älteren, also ja, ist richtig, so ab 40, die noch Kinder in der Schule haben, die sagten, das ist doch eigentlich schön hier, wir müssen gar nichts verändern. Und gucken überhaupt nicht strategisch, ja, sehen nicht Veränderungen, weil es eben dann schön ist, die Mecklenburgische Schweiz. Und soll sich auch nicht verändern. Ja. Okay, lassen Sie uns nochmal die Rahmenbedingungen so ein bisschen von diesem Projekt. Also, wer sind Ihre Partner? Wer finanziert das Ganze? Wie ist das so angelegt? Ja, das ist die zweite Frage nach der Finanzierung, die steht aus. Und es führt dazu, dass sich jetzt in der Kommune, also der Stadt mit ihren, die Stadtplaner oder die, sagen wir dann Ortsteile dazu, das sind aber eigenständige Dörfer mit einer eigenen Identität, dass angefangen wird zu sagen, wir machen das selbst, wir finanzieren das selbst. Also wir akquirieren, wir Leute aus der Zivilgesellschaft akquirieren vielleicht, wenn es sich anbietet, mit der Verwaltung, aber auch alleine die Mittel, um dieses Projekt in den verschiedenen Zugängen zu finanzieren. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Sie verstehen als zivilgesellschaftlicher Akteur und Sie, das ist Ihr Institut, das ist Ihre Idee und Sie denken, das müsste so in die Richtung sich... Naja, die Idee ist in dieser Visionsarbeit entstanden. Da sind wir eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen der Facilitator, der vielleicht auch der Regisseur, also, aber der, nicht der Ideenproduzent. Das ist da über die verschiedenen Dinge gekommen, auch nicht so kohärent, wie ich das jetzt hier beschrieben habe, sondern mal da ein Teilchen und mal da ein Teilchen. Aber wenn man das dann zusammenfügt, dann kommt so ein Bild raus und dann sagen alle, ja, ist es so. Und gibt es dann da auch Unternehmen, die das unterstützen, also aktiv, die sagen, ja, wir wollen so in die Richtung? Ja, bei den Unternehmen ist da noch so die Schwierigkeit da. Es sind kleinere Unternehmen, die sagen, ja, das fänden wir schon ganz gut, aber die im Augenblick noch dominieren, das sind die großen Dienstleister, die großen, also für die Region, größere Dienstleister wie Bau- oder Sanitärfirmen und so weiter. Ich habe aber da gar nicht die große Sorge. Also dieser Lernprozess findet zumindest bei der nächsten Generation, die das jetzt übernehmen werden oder schon übernommen haben, schon statt. Was noch die Hürde ist, sich diese Digitalisierung vorstellen zu können. Also die Kids, die haben alle überhaupt kein Problem, das zu denken. Aber die anderen, schon vom Bürgermeister an, ist ein Neuer, der auch beweglich ist, aber der hat das Bild, ist denn Facebook? Nein, um Facebook ging es gar nicht. Ist denn Digitalisierung? Wollen wir das? Er denkt aber nicht darüber nach, ja, was ist, wenn wir es wollen? Sondern ist erstmal eine Abwehr. Oder wenn es und das ist geschieht, ist ja nicht, bloß wenn es geschieht, das passiert ja schon richtig doll, ja. Also da ist eine Abwehr und eine Angst auch davor. Das ist so ein Beispiel für eine Alphabetisierung, die notwendig ist bei der Entscheidergeneration, die jetzt da ist. Ja. Wollt ihr noch trinken? Nee, danke. Dann machen wir weiter. Da sind wir nämlich bei der Digitalisierung, dazu gehört ja auch Internet. Gibt es denn da auch diese Zugkräfte? Also wenn Sie so in der Verwaltung hat so eine Sorge ist, dass die Digitalisierung vielleicht auch zu sehr eingreift in ihr Leben. Gibt es denn da überhaupt das Bedürfnis, besser aus Internet zu gehen? Naja, deshalb sitzen wir ja auch hier. So ist das. Da jetzt natürlich selbst in dem traditionellen Handwerksgeschehen die Leute Internet benötigen, nicht um eine Website zu kriegen, sondern um Verträge einfach mal abzuschließen, ist ein Druck da und der Druck hat dazu geführt, dass sich diese Region beworben und den Zuschlag bekommen hat, dass jetzt ein Breitband gelegt wird. Also dass wir jetzt darüber diskutieren, genau, und dass es so weit kam, hat den Hintergrund, dass jetzt ab September und Oktober wohl angefangen wird zu graben. Warum man das nicht als Strippe oben hinzieht, kann man auch fragen, aber gut, das wird dann gegraben werden. Und das ist auch die Grundlage. Und ich glaube, im Zuge auch ja der Visionsarbeit in der Stadt, wo ja dann noch aus den anderen Städten, kleinen Städten ringsherum immer Partner dabei waren, da ist schon gelernt worden, dass wenn wirtschaftlich die Regionen eine Zukunft haben sollen, dann aber nur mit einem Breitband. Also, denn sonst sind die wirklich nur noch
Und das ist jetzt da oben so ein schon fast ein bisschen sarkastischer Witz, sind wir Wolfs Einzugsgebiet, wie man dann sagt. Und davor schrecken doch viele Entscheider zurück. So viel nur Natur wollen sie dann nicht, glücklicherweise auch nicht haben. Also ich denke, dass da der Rahmen jetzt gespannt wird und dass das eine Grundlage ist für eine Ansiedlung. Was sehen Sie denn so als die zentralen Meilensteine an, die Sie jetzt so als nächstes so angehen wollen und abhaken wollen? Na, wir haben zwei, ach ja, man kann es, kriegt es auch hintereinander hin. Also als erstes ist wirklich eine ganz banale, ein ganz banaler Prozess, der auch in anderen Orten ja schon stattfindet, nämlich sich Lernen anders vorzustellen als nur in die, was die Schulen schon machen, wo die Schulen schon anfangen, als nur eben die, ja, die Inszenierung von Wirklichkeit im Klassenraum, ja, sondern rauszugehen. Das heißt also, Lernorte zu identifizieren, wo dann planmäßig, also planmäßig bedeutet nicht bloß abhängig von einem Lehrer, der guten Willens ist und der dann die Schüler zu solchen Projekten animiert, sondern es ist Teil des Schulcurriculums oder des Schulprogramms mit rauszuführen und dort Umbruchprozesse zu beobachten und da wegen meiner auch daran teilzunehmen. Die zweite Sache ist, das, was Lernen in der Region, in den Regionen so schwer macht, ist, dass die Jugendlichen, und das betrifft jetzt die Erwachsenen genauso, nicht wissen, wo man denn lernen kann. Also es gibt Vorstellungen, dass vielleicht Rostock oder in Berlin ganz sicher und in Hamburg auch ganz sicher studiert werden kann, aber dass man da auch noch an anderen Orten zum Beispiel studieren kann oder dass es auch woanders gute Berufsausbildung gibt, das ist nicht greifbar. Jetzt kommt dann eine zweite Sache hinzu, es geht nicht bloß um Berufsbilder, die man vermittelt, in einer fehlenden Bildungsberatung, sondern es geht eigentlich auch um Unterstützung bei den Orientierungsprozessen. Auch wieder, es ist nicht bloß eine Frage bei Jugendlichen, bloß da, die werden, wenn die in der 10. Klasse sind oder in der 13. oder 12., dann werden sie direkt angefragt, ey, was willst du denn werden? Und dann darauf antworten zu müssen, in diesem großen Spektrum von, also antworten zu müssen, sicher antworten zu müssen, wofür habe ich mich jetzt entschieden? Das ist eine fast nicht leistbare Aufgabe. Ist ja auch gar nicht mehr leistbar. Eben, also wir haben 2500 Masterabschlüsse in Deutschland oder in den 360, sich ja auch immer zu verändernden Berufsbildern, ja? Nee. Also ich brauche da Unterstützungsinfrastruktur in Form von Bildungsberatung, die dann eben so eine Orientierungsberatung mit einschließt. Und das, damit meine ich, ja wohin passt ich denn? Oder welcher Beruf passt zu mir? Nicht, wo passe ich rein, sondern was passt denn zu mir? Und wo kann ich selbstbewusst denn noch sagen, hier sind meine Stärken, hier sind das, was ich schon entwickelt habe. Also da haben wir so eine Koppelung von, auch schon von Bewertungen, von Kompetenzen, die dieses Netzwerk mit haben will. Also wir brauchen so ein Beratungsunterstützungsnetzwerk. Auch überregional? Auch, dann nicht bloß diese kleine Stadt, sondern dann wirklich Mecklenburgische Schweiz wegen meiner oder so. Und die parallele Sache kommt dann als Meilenstein hinzu, nämlich zu sagen, was haben wir denn für Lernbedarf oder für Wissensbedarf oder man kann so sagen, was haben wir regional für Herausforderungen in den nächsten Jahren, in welchen Abstufungen. Ja. Wir haben da einen Prozess, der ist auch nicht auf die Region bezogen, aber der, den man so beschreiben kann, ach, man guckt die Natur an, die ja eigentlich so gar nicht mehr da ist, obwohl alle sagen, es ist schön da, ne? Aber die Natur besteht immer abwechselnd von Jahr zu Jahr in Raps, Weizen und Mais. Ja, das wechselt. Und das ist natürlich ein Desaster für die Böden und für die Biodiversität der Region und für all das, was eigentlich in der Zukunft die Region für sich selbst und für die Zentren ringsrum oder für die Städte leisten müsste. Nämlich hohe Biodiversität kriegst du nicht in Raps- und Maisfeldern hin und so weiter. Also da steht was an Fragestellung. Ja? Und alle ahnen das. Das. So viel ist ja schon da, aber alle haben natürlich ungemeine Angst, dann eine Entscheidung zu treffen. Geht auch nicht durch einen alleine, sondern ist so ein Aushandlungsprozess, der wohl ansteht. Aber der muss anfangen. Und je früher diese Region es begreift, anzufangen, umso weniger hat zu kosten damit. Ja. Und je weniger geht kaputt. Das wäre das Zweite. Und dann drittens, ab nächstem Jahr, der Aufbau dieser Plattform, dieser
Blended Learning, also E-Learning-Plattform mit allen Bestandteilen oder Andockstellen, die man dann in der Zukunft denn erweitern kann für diese wissenschaftliche virtuelle Akademie beispielsweise oder für das Gründerzentrum. Oder wie haben Sie sich das vorgestellt? Haben wir da schon konkrete Vorstellungen? Na, wir fangen mit so einer Moodle-Plattform an, da haben wir ganz gute Erfahrungen mit. Ob die das dann bleibt, das werden wir dann sehen. Ich hab um die technischen Dinge eigentlich keine große Sorge, weil die auch die Adaptionsmöglichkeiten dann von einem zum anderen nicht kompliziert mehr sind. Das ist so ähnlich wie ja auch wie beim audiovisueller Kommunikation mit ein bisschen handwerklichen, na nicht mal Geschick, sondern einer eigenen Qualifizierung kann man noch ganz gute Videos schon selbst machen. Also das ist im Prinzip da auch. Und nochmal, wenn man so reflektiert, was in den Schul- und Lernprojekten die Schüler von der 8., 9. Klasse an schon selbst machen, ist eigentlich aus einer bestimmten Perspektive ein ungemein professioneller Kern von Leuten in so einer Region da, die vollkommen nicht in Wert gesetzt wird. Ja. So, und was wir als Partner haben, das ist eigentlich ein ganz guter Mix. So, also erstmal die regionalen Schulen und dann dieser Wirtschaftsverband und die Unternehmen haben einen extra Verein gegründet, der sich um Bildung in der Zukunft aus ihrer Perspektive, mit ihren Interessenstrukturen natürlich, aber das ist okay, kümmert auch die Bauern, der Bauernverband ist dabei. Dann haben wir die regionalen wissenschaftlichen Einrichtungen, Hochschule Wismar, Uni Greifswald, größtenteils mit thematischen Inputs, aber teilweise eben auch mit Digitalisierungsfragen. Hochschule Wismar ist dabei, Wuppertal-Institut, Grimm-Institut für Digitalisierungsfragen als Partnernetz. Wir wollen das auch als eines der Modellprojekte im Rahmen des nationalen Aktionsplanes Bildung für nachhaltige Entwicklung nehmen. Da sind wir der Sprecher von dem Partnernetzwerk Medien und das bietet sich sehr gut an. Bildungslandschaft, da heißt es rein kommunale Bildungslandschaft, wird da auch beforscht. Und wenn wir das aussehen in den digitalen Bereich hinein, was ansteht, was dringend ansteht, dann passt das auch gut. Mit dem dringend anstehen, wir haben interessanterweise wirklich bei den Umwelt- oder Nachhaltigkeitsleuten und bei den Bildungsleuten, glaube ich, die größte Barriere gegenüber diesen digitalen Sachen. Die sehen ja da den Teufel immer vorbeimarschieren. Ja, Erziehungswissenschaftler, Juristen, absolut, absolut. Ja. Ja. Okay, also ich habe soweit erstmal keine Fragen, aber das ist jetzt schon ordentlich. Ist für mich auch. Ja. Ich denke, wir bleiben in Kontakt mit Berlin. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Ich lasse Sie mal ein, bitte.